Okay. Hi. Na du? Okay, dann will ich jetzt zu dem anderen Ding, wie hieß er? Ich habe den Namen vergessen. Hat er mir die 400 Orens eigentlich ausgehändigt? Jo. Was? Okay. Also diese Klingenüberzüge und die Bomben können wir noch nicht bauen. Okay. Unbekannter Tragen zu benutzen, rechtsklicken. Schauen wir mal. Und das. Okay. Wir haben uns erfolgreich selbst geblendet. Strike. Okay, das ist aber cool, dass man damit auch so rumexperimentieren kann. Okay. Pechschwarz. Für 2 Orens putze ich euch die Schuhe. Ja, danke. Passt schon. Nein, danke. Die Schuhe sind sauber genug. Ich wische sie ja regelmäßig an den Ärschen von Feinden ab. Na, na, na. Hallo du. Hallo Zwerg. Da ist Vivaldi. Richtig. Sag, es war noch irgendwo hier. Kameraperspektive. Roland Vivaldi. Was führt euch hierher? Mit deinem neckischen kleinen Zopf. Ich habe eine Botschaft von Yevin für euch. Yevin? Die brauche ich nicht zu lesen. Ich weiß, was er will, Hexer. Ob Elf, Mensch oder Zwerg. Alle wollen sowieso immer dasselbe. Zwergin, Gold, Macht. Schönes Gold. Gold. Gold, ganz genau. Wenn ihr später noch einmal vorbeikommen wollt, könnt ihr meine Antwort an Jewin abholen. Einverstanden. Aber rechnet nicht mit Gold von mir. Jewin hat euch zweifellos welches versprochen. Toll. Warum haben wir den Brief eigentlich nicht gelesen? Doof. Naja, wir sind ein guter Kurier, wir lesen die Briefe nicht. Das wäre ja auch Betrug, quasi. Hier zum Schmied. An den komme ich immer noch nicht ran, weil ich noch nicht sein Zeug wieder habe. Okay. Ja, nicht das. Da. Blumen und Gold. Rechnung bei Jaron Bolt. Rechnung bei Jaron Bolt. Wer ist das? Hab ihn noch nicht gesehen. Prostituierte. Yay. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das sich aufhält. Kann man das nicht mit der Karte markieren oder so? Nein, nicht dich. Best auf Karte zu gucken. Achso, dann muss ich wieder raus. Alles klar. Wie noch? Angul habe ich noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Was komme ich noch nicht? Okay. Ach ja, mit dem Spieler, richtig. Da war ja noch was. Wo war die Treppe? Da hinten irgendwo, ne? Kalksteinshaus. Da könnte man eigentlich auch mal eben reingucken. Vielleicht hat er was Neues. Kalksteinshaus. Die Augen glänzen im Dunkeln. Ist hier noch irgendwo Zuckerpuppe? Na toll. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber okay. Holzruhe. Alk.
Alk, den ich nicht benutzen kann, um Tränke herzustellen. Also sinnfreie Alk. Okay. Da haben wir Feuerstein. Altes Regal, da haben wir nix. Wolfsallee. Ja, praktisch. Korb. Der Obst. Ja. Man gönnt sich sonst nichts. Sonst hat er nicht mehr. Nee. Vielleicht ist er nach unten gegangen. Vielleicht ist er aber auch außer Haus. Ja, ist tatsächlich hier unten und baut irgendwas, alles klar. Grundlagen der Alchemie. Ich würde es gerne lesen. Um die Alchemie zu verstehen, müsst ihr zwei große Wahrheiten verstehen. Erste Wahrheit, wie oben, so unten. Zweite Wahrheit, alles ist eins. Okay. Diese Wahrheiten lehren, dass alchemistische Substanzen überall um euch herum sind. In Feldkräutern, in menschlichen und tierischen Eingeweiden, sogar in Steinen. Denn Alchemie ist Leben und Leben ist Alchemie. Wenn ihr alchemistische Vorgänge versteht, dann versteht ihr auch die Prozesse des Lebens und die Welt der Natur wird euch zu einem offenen Buch. Aber Alchemie ist auch Wissen. Braucht der Trank die Blüte oder das Blatt? Wo findet sich Kaminin? In der Niere oder im Auge? Diese Fragen beantworten Bücher. Lest er die alten Meister und neuere Werke über eure Kräuterfertigkeiten und das Mischen von Ölen und Pulvern, aber zuallererst experimentiert, denn die größten Entdeckungen der Alchemie wurden durch Experimente gemacht. Okay. Kackstein. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Stand. Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Mal sehen, was sich machen lässt. Aber das wird gewiss nicht einfach. Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Wo finde ich diese? In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger. Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur. Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein. Während ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren, desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal. Ja, genau. Oh, tut... Was den Turm anbetrifft... Ja? Wo finde ich Informationen nach etwas... Schenkt den Sumpfbewohnern Gehör. Gut. Oh, tut mir leid. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ah, noch säumt nicht.
Okay. So. Ja, die Klappe. Checken wir auch Waren. Oh Gott. Das ist einiges. Ertrunken abwehrender Talisman. 400. Boah. Nee, lass mal. Huh. Okay, nichts Tolles. Zum Allgemeinen. Okay. Ist hier noch irgendwo was rumstehen? Peter. Grundstoffe für Klingenüberzüge und Bomben, die ich beide noch nicht benutzen kann, aber hey. Ich brauche man es irgendwann mal. Ich brauche alles mit, es war für Tränke einiges dabei. Nochmal Ruhe. Nochmal Salpeter. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zurück zum Wirt. Ah! Oh, mein Kopf juckt. Okay. Gehe ich jetzt nochmal zurück zum Wirt und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, weil wir sind schon bei knapp eine Stunde. Meine Güte. Zeit verfliegt, ey. Schlimm. Vivaldi. Aber ich merk's dran, dass mein Mund langsam trocken wird. Ich muss trinken, Ich hörte, Halbelfen, bla, Schmied, bla, 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 da ist die Truppe. Ne, das ist das andere. Puh. Hier. Und da rein. Gasthaustür. Dann gebe ich jetzt nochmal wieder das ganze Zeug, was ich nicht mehr brauche, beim Wirten ab. Und wie gesagt, dann machen wir erstmal Schluss für heute. Sendbote. Ach, mit dem Spieler könnte ich auch noch eben quatschen. Ich saß hier doch vorhin noch. Entschuldigung, auch vorhin noch. Verdammt. Verdammt. Ja. Okay. Nicht mehr. Okay. Auch weg. Wo kommen die ganzen Blaubeeren immer her? Lass mal rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Salamandra-Borschen werde ich auch nicht mehr los. Aber naja. Gut. Kann das dahin, das kann da runter. Da hatte ich auch noch ein Nierenfett gehabt, aber okay. Eine Schwalbe. Ah. So, die sind auch noch besser, habe ich gedacht. So. Mag ich nicht. Vielleicht nicht. Nee, das ist zum Beispiel sogar was, was ich mal probiert habe. Ja? Real life, aber. Lebt wohl. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Wow. Was habe ich erreicht? Was ist ja schlimmer? Sendbote. Was wollt ihr? Hi. Ich will ein Abzeichen verkaufen. 10er pro Stück. Abgemacht. Oh,
Heute setze ich mein Geld auf Boxe. Er hat Kräfte wie ein Bär. Die Papiere sind ein Vermögen. Jetzt habe ich 30 Euro ins Gefrücht und sehr schön. Also der verkauft die jetzt auch an. Das ist gut. Dann werde ich die doch noch los. Okay. Der Spieler ist leider nicht mehr da. Okay. Ich denke, das nächste Mal kümmern wir uns dann erstmal um Coleman. Und dann gucken wir mal, dass wir hier einigermaßen weiterkommen. Jo, ich würde sagen, das war's für heute und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier. Bis dahin und tschö.